4 Endspiele, das bedeutet 4 Gewinner, aber auch 4 Verlierer. Bei den Basketball-Finals lag Freud und Leid nah beieinander. Den Auftakt machten die Mädchen der Wettkampfklasse 3 mit der Partie zwischen Bayern und Niedersachsen. Während in der ersten Hälfte sich beide Teams noch einen offenen Schlagabtausch lieferten, zogen die Bambergerinnen im zweiten Abschnitt davon. 50-33, so lautete der Spielstand bei der Schlusssirene. Schnell Medaillen überreichen und dann ging es auf dem Parkett auch schon weiter. Jetzt waren die Jungs der Jahrgänge 2000 bis 2003 dran. Der Lokalmatador vom SLZ Berlin traf auf die Talenteschmiede der Frankfurter Bundesliga-Basketballer. Auch hier wechselte die Führung zu Beginn häufig hin und her. Nach der Pause sorgte jedoch vor allem Jim Gietz dafür, dass seine Hessen mit 10 Punkten in Führung gingen. Damit war das Finale aber lange noch nicht entschieden. Die Berliner kämpften sich bis auf 2 Punkte wieder ran. Das Ablaufen der Spielzeit verhinderte jedoch, dass die Aufholjagd gekrönt wurde. Grund zum Jubeln gab es also nur bei den Frankfurtern. Deren Topscorer wusste genau, warum sein Team das Spiel im Gegensatz zur Zwischenrunde gewinnen konnte. Man sieht, das Score, die Zeit, alles wird ein bisschen weniger. Und da muss man halt wirklich versuchen, seine Sachen weiterzuspielen, seine Sache zu machen, wie man es am Anfang gemacht hat, und dann halt einen kühlen Kopf zu bewahren. Kaum hatten die Jungs die Spielfläche verlassen, liefen bereits die etwas älteren Mädels auf. Das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin war erneut vertreten. Die Hauptstädterinnen hatten kürzlich bei der Schülerweltmeisterschaft die Silbermedaille geholt und gingen daher als klarer Favorit in die Partie. Das Turnier in Frankreich steckte dem SLZB-Team aber wohl noch etwas in den Beinen. So hielt Nordrhein-Westfalen auf der Gegenseite lange Zeit besser als erwartet mit. Gegen 3-Punkte-Würfe wie diesen waren die Schülerinnen des Schloss Hagerhof dann aber doch machtlos. Als die Berlinerinnen unter dem Korb anfingen zu punkten, war die Partie entschieden. Satou Sabali kostete diesen Titel noch einmal richtig aus. Schließlich war es ihre letzte Teilnahme bei Jugend trainiert für Olympia. Tierfo ist immer richtig schön und auch immer richtig toll. Es macht total Spaß, deswegen wird es mir auf jeden Fall fehlen. JTFO ist aber natürlich nicht nur für die Schüler da. Die Nachwuchsbundestrainer können hier auch sehen, wie sich ihre Schützlinge auf höchstem Niveau schlagen. Kai Blümel wusste genau, auf wen sich seine Augen beim letzten Spiel des Tages konzentrieren würden. Einer, auf den man sicherlich achten muss, ist Moritz Sanders von Breitenwiesbach, beziehungsweise hier vom Dingsenhofer Gymnasium Bamberg. Das ist ein Spieler, der auch bei uns im U18-Kader ist. Das ist eins der Talente, der Top-Talente, die wir hier haben. Bei den Berlinern sind 2, 3 dabei. Also da werden wir schon einige sehen. Das Finale der Wettkampfklasse 2 hieß also Bamberg gegen Berlin. Ein echter Basketball-Klassiker. Die Motivation, den großen Rivalen zu schlagen, war bei beiden Teams groß. Gerade bei diesem Foul an Moritz Sanders übertrieben es die Berliner dann aber doch ein wenig. Sei es drum, wenig später wurde sich schon wieder die Hand geschüttelt und weiter ging's. Ohne Fouls war Bambergs Star aber auch schwer zu stoppen. Vorne punktete er, wie er wollte, und auch defensiv wusste Sanders zu überzeugen. Die Folge war eine zweistellige Führung zur Hälfte des Spiels. Berlin erkämpfte sich durch einen späten Dreierregen zwar noch eine letzte Chance auf den Ausgleich, doch Ferdinand Zülkers Wurf segelte am Korb vorbei. Das Nord-Süd-Duell ging damit etwas überraschend an die Bamberger. Wir haben gar nicht damit gerechnet, wir sind ganz viel aus dem jüngeren Jahrgang und deswegen macht der Sieg natürlich uns auch doppelt stolz. Das Berliner Team verpasste zwar die Titelverteidigung, kann aber nach einem sehr guten Turnier ebenfalls stolz sein. In einem Endspiel gibt es jedoch leider immer nur einen Sieger.